Hi, ich bin Alina. Ich habe an der Hochschule Niederrhein studiert und zwar Produktdesign. Und dort ist die spannende Idee des Porzellansexspielzeugs entstanden. Die Idee des Porzellansexspielzeugs entstand ja in den Werkstätten der Hochschule Niederrhein, wo ich ziemlich viel ausprobieren durfte, was Materialien angeht. Und da bin ich dann in der Porzellanwerkstatt gelandet und habe es dann zwischenzeitlich liegen lassen, weil ich dann doch nochmal andere Projekte von meinem Portfolio gemacht habe und habe sie aber dann im Master nochmal wieder entdeckt und im Rahmen eines Businessplans nochmal neu aufgefasst. Am Ende ist dann im Master, für die Masterarbeit entstanden eine Produktpalettenentwicklung und da sind eben diese vier wunderschönen Sexspielzeuge entstanden. Letztes Jahr im März habe ich das Unternehmen gegründet und zwar ist ja die Idee an der Hochschule Niederrhein entstanden und hat sich dann weiter durch mein Masterstudium zum Beispiel gezogen. Und seitdem ist unglaublich viel passiert, auch wenn es nur so, ja, so eine kurze Zeit war. Ja, und das fühlt sich an, als wäre ich schon mindestens 10 Jahre dabei. Die Produkte werden aktuell über www.porzellina.de vertrieben. Wir haben aber mittlerweile auch schon Händler in ganz Europa, die Porzellina vertreten. Die Toys werden handgefertigt und zwar in zwei ganz kleinen Manufakturen in Bayern. Man muss sich das vorstellen, das ist einfach unglaublich. Achtsam die Fertigung da wir keine großen Maschinen haben, sondern da wird wirklich jeder einzelne Fertigungsschritt per Hand noch durchgeführt. Die Produktlinie ist mittlerweile mit zwei großen Designpreisen ausgezeichnet, und zwar einmal der Red Dot Design Award aus Essen, wo auch die Produkte, ich glaube, mittlerweile ein Jahr im Museum standen, und auch der German Design Award. Die Produkte sind nicht nur fair produziert in bayerischen Manufakturen, sondern eben auch nachhaltig verpackt. Die sind besonders beliebt als Geschenkartikel und kommen in so einer schönen Magnetbox, wie hier. Im Zuge der Produktentwicklung war eine ergonomische Gestaltung unglaublich wichtig und jedes kleinste Detail, jede kleine Kurve ist ganz bewusst gestaltet. Also beim Design, beim Produktdesign ging es nicht um Dinge hübsch zu machen oder einfach nur ein Objekt zu schaffen, was irgendwie schön anzusehen ist, sondern vor allem um formvolles Function. Ich finde, das Thema Sexualität gehört in die Mitte der Gesellschaft, weil es einfach ein ganz großer Teil der eigenen Identität ist. Selbst wenn man nicht unbedingt etwas mit Sexualität an sich anfangen kann, ist es trotzdem etwas, mit dem jede Person sich im Leben beschäftigt. Und ich glaube, dass unglaublich viel Entwicklungspotenzial aus diesem Thema und aus der Beschäftigung mit dem eigenen Lustempfinden entsteht.